Jetzt fangen wir an. Sie können starten. Ja, herzlich willkommen zur Veranstaltung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Vielen Dank an alle von Ihnen, die einen Lösungsvorschlag für Aufgabe 1 eingereicht haben. Die werden Sie wahrscheinlich morgen früh zurückkriegen. Dann können Sie gucken, ob das alles hopp oder top ist. Und dann können Sie als nächstes Aufgabe 2 und 3 bearbeiten. Und wenn das alles brav bearbeitet, dann haben Sie in der Klausur hinterher 18 Punkte, weil Sie ja alles schon mal gesehen haben und damit auch sicher wissen, was drankommt. Sie mögen gemerkt haben, ich habe diese Woche für Sie keine neuen Folien online gestellt, keine neuen Materialien online gestellt. Nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich mir gesagt habe, letzte Woche haben Sie so viel Material gekriegt, dass Sie diese Woche mal eine Woche Urlaub haben vom Lesen. Dummerweise nicht von der Vorlesung, aber vom Lesen. Und wir deshalb diese Woche nichts Neues an Stoff machen, sondern zwei Sachen machen. Erstmal da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir dann noch eine kurze Wiederholung, damit Sie ungefähr wissen, was bisher hängen geblieben sein sollte. Denn es macht ja keinen Sinn, dass Sie sagen, ich muss jetzt alles auswendig lernen eine Woche vor der Klausur und drucken sich jetzt an Außenstellen fest, es sind ja 2000 Seiten. Deshalb eine kurze Zwischenpause, um zu wiederholen. So, die Gliederung haben wir letztes Mal uns schon angesehen und wir haben letztes Mal angefangen mit dem Grundsatz unbeschränkter persönlicher Haftung. Wir haben auch gesehen, dass der BGH annimmt, dass das ein allgemeiner Grundsatz ist, dass der Regelfall ist, Menschen sollen mit ihrem Privatvermögen haften, weil das die Erwartung ist, wenn man Verträge abschließt. Wir haben auch gesehen, dass selbst der BGH da gewisse Probleme hat, weil es durchaus Geschäfte gibt, wo die Leute davon ausgegangen sind, dass sie nicht unbeschränkt haften, und zwar namentlich die geschlossenen Immobilienfonds aus den 80er, 90er Jahren, wo die Leute Geld investiert haben, 1.000, 5.000 Euro, und gedacht haben, Nachschusspflicht gäbe es nicht. Und insoweit hat der BGH hier einen Vertrauensschutz für die Vergangenheit statuiert. Wer damals vertraut hat, soll auch in Zukunft nicht haften. Der andere Aspekt, den ich auch letzte Woche schon erwähnt habe, ist, dass man die persönliche Haftung sehr, sehr leicht umgehen kann. Sie mögen zwar mit Ihrem gesamten Privatvermögen haften, Sie können aber Ihr Privatvermögen relativ schnell reduzieren, indem Sie nämlich das Vermögen nicht in die eigene Tasche wirtschaften, sondern in die Tasche Ihres Ehemannes bzw. Ihrer Ehefrau. Wenn Sie also es schaffen, das Geld zu übertragen und außerhalb der Insolvenzanfechtungsfristen liegen, ist das Geld sicher. Sie können weiterhin in Ihrer Villa leben, mit Ihrem Sportwagen fahren und in Urlaub fahren. Die Frau zahlt und die Gläubiger laufen bei Ihnen vor eine Wand. Wir haben weiterhin gelernt, wenn Sie nicht heiraten wollen, gibt es einen Plan B. Sie schaffen das Geld ins Ausland, auf die Cayman Islands, da ist es immer sonnig. Und dann sollen Ihre Gläubiger mal versuchen, da zu vollstrecken. Die mögen gegen Sie ein Urteil kriegen, aber haben das praktische Problem, dass das Urteil nicht durchsetzbar ist. Sie kennen das zum Beispiel mit diesem Menschen, der dieses Mega-Upload betrieben hat, der in Neuseeland sitzt, der nicht ausgeliefert wird und dessen Konten jetzt für alle gefändet sind, aber der trotzdem noch gar nicht so schlecht lebt, übrigens ein Deutscher. Und wenn Sie das nicht machen wollen, weil Sie sagen, in Deutschland ist es doch so schön, dann gibt es noch die Variante, die wir auch besprochen haben. Sie gehen hier Richtung Hauptbahnhof, da die Unterführung, schnappen sich ein und sagen, ab sofort ist es dein Geschäft, herzlichen Glückwunsch, ich bin dein Alleinvertreter. Und Sie gehen dann hin, wenn es schlecht läuft, haftet halt der Mensch aus der Bahnhofsunterführung. Wenn es gut läuft, haben Sie das Geld. Das heißt, die unbeschränkte Haftung war nie, auch als sie der Regelfall war, ein gutes Schutzsystem. Sie war immer sehr leicht zu umgehen. Und ein allgemeiner Grundsatz, den der Gesetzgeber immer hat, ist, wenn man etwas ohnehin schon umgehen kann, dann sollte man zumindest eine Möglichkeit schaffen, dass die Umgehung in vernünftige Bahnen geleitet wird. Sie kennen das vielleicht im Urheberrecht bei der Privatkopie. Sie wissen vielleicht, bis in die 60er Jahre war es ausnahmslos verboten, Sachen zu kopieren. Bis in die 60er Jahre. Und dann stellte man fest, die Leute fingen an, sich Tonbandgeräte anzuschaffen. Also Tonband, das ist so Magnetband, das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen, aber das wurde so mechanisch aufgezeichnet und fing dann an, Sachen zu überspielen. Ihre Langspielplatten, also Sie wissen, diese Schellackplatten, wurden dann auf Tonband überspielt.
Und das war ein Massengeschäft. Und man sah sich vor dem praktischen Problem, die machen sich zwar alle strafbar und schadensersatzpflichtig, aber wenn wir die alle verfolgen wollten, wäre der Staat ausgelastet damit, diese Verstöße zu verfolgen. Und ein Delikt, was die Mehrheit der Bevölkerung begeht, kann ich nicht effizient verfolgen, also legalisiere ich das und mache eine pauschale Abgabe. Und sage halt, ich mache diese Geräteabgabe und Medienabgabe. Und der gleiche Gedanke, den haben wir auch hier, der Gesetzgeber hat gesagt, wenn wir schon die unbeschränkte Haftung nicht effizient durchsetzen können, dann müssen wir zumindest für die Haftungsbeschränkung einen vernünftigen Rahmen schaffen. Und dieser Rahmen ist, das hatten wir auch noch, dieser Rahmen ist zunächst mal, das hatten wir auch, dieser Rahmen ist zunächst mal, dass wir die Kommanditgesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft geschaffen haben. Die Kommanditgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass bestimmte Teilnehmer ihre Haftung auf einen Betrag beschränken können. Das heißt, die Kommanditisten sagen, ich hafte bis maximal x Euro, mehr nicht. Das heißt, sie können sagen, ich hafte in Höhe von 100.000, in 200.000. Die Kommanditgesellschaft löst das Problem der beschränkten Haftung aber nicht vollständig, weil nämlich in der Kommanditgesellschaft irgendjemand doch unbeschränkt haften muss. Sie wissen, in der Praxis begegnen uns die GmbH und Co. KG, da ist die unbeschränkt haftende Person eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sodass zumindest kein Mensch unbeschränkt haftet, aber die perfekte Lösung ist das nicht. Der andere Fall, den kennen Sie vielleicht noch nicht, ist § 8 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, wo drin steht, wenn Sie in eine Arztpraxis aus mehreren Personen gehen oder wenn Sie zu einer Anwaltskanzlei gehen mit mehreren Partnern, dann haftet danach nur der Partner, der Sie betreut hat. Das heißt im konkreten Fall der, sagen wir mal, Partner für Kapitalanlagesachen und nicht der Partner für Medizinrecht. Warum? Weil die sich nicht gegenseitig ständig beobachten sollen und jeder halt seine eigene Sorgfalt an den Tag legen soll. Das sagt § 8 Absatz 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Das gilt aber nur für die Fehlberatung. Für die Miete haften alle zusammen, für Werbeflyer haften alle zusammen, für die Internetseite haften alle zusammen. Das heißt, hier haben wir nur für den Bereich der Fehlberatung oder der Fehlbetreuung eine Haftungsprivilegierung. Und wir haben ebenfalls seit jetzt 2 Jahren die Möglichkeit einer Haftungsbeschränkung für alle. Das heißt, es haftet gar kein Gesellschafter mehr, wenn eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen wird. Das heißt, wenn die Kanzlei eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, haftet kein einzelner der Partner mehr mit seinem Privatvermögen. Dann haben Sie eine Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, Part MBB. Auch das gilt wieder nur für die Fehlberatung. Also wenn der Anwalt Mist baut, zahlt nur die Versicherung und nicht der Anwalt persönlich. Ja, klar das System? Für die Miete haften die wieder alle persönlich, dafür haftet nur der Fehlberater. Das gilt allerdings nur für die vertragliche Haftung. Das heißt, wenn jemand deliktlich irgendwie haftet, 826, weil er sie in die Pfanne hauen will und belügt und betrügt, oder beim Arzt haftet er aus 823.1, weil er Körperverletzung begeht, nützt Ihnen diese Regelung schlicht gar nichts. Gut. Ich habe letzte Woche aufgehört mit diesem Zwischenergebnis. Grundsätzlich ist Haftung eine tolle Sache, weil sie dafür sorgt, dass die Kosten nicht der Geschädigte tragen muss, der den Schadenseintritt kaum verhindern kann, beziehungsweise die Allgemeinheit, die kaum dazu geeignet ist, die Körperverletzungen und Sachbeschädigungen insgesamt aufzufangen. Stattdessen trägt der Schaden der Verursacher, der sein Verhalten einstellen kann und dadurch den Schaden quasi unter Kontrolle hat. Vor diesem Hintergrund scheint die unbeschränkte Haftung eine gute Lösung. Praktisch ist sie aber leicht zu umgehen und damit kein effektiver Maßstab für Verhaltenssteuerung. Außerdem sorgt unbeschränkte Haftung dafür, dass man übermäßigen Aufwand betreibt, um das Ganze zu überwachen. Denn Sie haben Angst vor der Haftung, also gucken Sie nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch auf Ihre Mitgesellschafter und das multipliziert den Aufwand jeder Gesellschaft, die Sie haben. Wenn Sie eine Gesellschaft haben
müssen Sie die vier Mitgesellschafter angucken. Wenn Sie zwei haben, müssen Sie die Gesellschaft 1 beobachten, die Gesellschaft 2 beobachten und die 8 Mitgesellschafter. Und das Ganze kumuliert sich, je mehr Sie haben. Und daher wird eine Streuung Ihres Investments schlicht unmöglich. Wenn die Streuung von Investitionen aber unmöglich ist, haben Sie nur ein Unternehmen, wo Sie beteiligt sind. Dadurch gibt es insgesamt weniger Unternehmen, dadurch gibt es weniger Wettbewerb und dadurch werden im Zweifel auch Monopolpreise verlangt. Das heißt, weniger Wettbewerb führt zu höheren Preisen, führt zu schlechterer Qualität. Also ist es schlecht, wenn Leute unbeschränkt haften. Schließlich ist es auch nicht so, dass auch unbeschränkte Haftung die Lösung aller Probleme wäre, denn unbeschränkte Haftung führt dazu, dass man eine ganze Reihe zusätzlicher Rechtsstreitigkeiten hat. Die Gesellschafter verklagen sich untereinander oder die Gläubiger verklagen die Gesellschafter und die Gesellschaft. Das heißt, man hat mehr Prozesse, mehr Schriftsätze, mehr Arbeit für die Richter, was auch wiederum erhebliche soziale Kosten verursacht. Und die Folgerung davon ist, es muss Ausnahmen von der unbeschränkten Haftung geben, weil die unbeschränkte Haftung quasi ein Kostenmonster ist. Diese Argumentation nachvollziehbar? Überzeugt Sie das? Ja. Das ist nicht die allgemeine Ansicht, kann ich Ihnen sagen. Es gibt Leute, die sagen, das ist alles des Teufels. Gut. Jetzt haben wir eben gesehen, wir haben die Haftungsbeschränkung für Fehlberatung und wir haben die Möglichkeit, dass Einzelne ihre Haftung auf eine Summe beschränken. Warum reicht uns das nicht? Denn wir haben im Gesetz allgemeine Haftungsbeschränkungen. Um Ihnen das Problem etwas deutlicher zu machen, wir haben vor ein paar Stunden gesprochen darüber, dass es Gesellschafter gibt und Gläubiger gibt. Gesellschafter profitieren vom Residualgewinn, das heißt, die leben davon, dass die Gesellschaft Gewinne macht. Gläubiger kriegen üblicherweise feste Zinssätze oder sogar eine feste Gegenleistung. Das heißt, denen ist egal, ob die Gesellschaft Gewinn macht oder nicht, Hauptsache sie kriegen ihr Geld. Dafür haben Gesellschafter Mitspracherecht, Gläubiger nicht. Das Problem ist jetzt folgendes: Die Gläubiger haften nicht für Schulden gegenüber anderen Gläubigern. Grundsätzlich ist es so, sie kriegen ihr Geld unabhängig davon, ob jemand anderes leer ausgeht. Die einzige Ausnahme ist, wenn das Ganze insolvent wird, dann kriegt jeder noch eine Quote. Solange das Ganze noch nicht insolvent ist, ihr Schuldner, kriegen Sie Ihr volles Geld und was die anderen machen, ist Ihnen egal. Selbst in der Insolvenz haben Sie vielleicht gute Chancen, wenn nämlich das Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen wird, dann gilt auch wieder das Prinzip, wer zuerst in die Kasse greift, hat gewonnen und Sie kriegen Ihr Geld zurück. Was also mit anderen Gläubigern ist, kann Ihnen egal sein. Vor diesem Hintergrund ist es ganz essentiell zu zeigen, wer ist Gläubiger und wer ist Gesellschafter. Denn die Gesellschafter verlieren im Zweifel alles, die Gläubiger kriegen zumindest eine Quote zurück, wenn nicht sogar ihre komplette Forderung. Und diese Logik führt dazu, dass es bei einer unbeschränkten Haftung naheliegender ist, ein Darlehen zu geben, weil das kriege ich auf jeden Fall zurück, als zu investieren. Wenn ich aber nicht investiere, habe ich kein Eigenkapital. Wenn ich kein Eigenkapital habe, geht es mir als Unternehmen schlecht. Denn ich brauche Kapital, mit dem ich frei verfügen muss. Das heißt Risikokapital, wo auch die Gefahr besteht, dass es weg ist. Das heißt, dieser Fehlanreiz muss korrigiert werden. Wir haben gewisse Haftungsbeschränkungen, die Ihnen vielleicht schon mal begegnet sind. Zum Beispiel gibt es das Warschauer Abkommen über die Beförderung im internationalen Luftverkehr. Jetzt sagen Sie, hä? Wenn Sie mal in Urlaub fliegen, ja, dann gilt dieses Abkommen. Wenn Sie nach USA fliegen zum Beispiel oder nach Mexiko. Und dieses Mexiko-Abkommen sagt, für die Beförderung von Personen haftet der Luftfrachtführer jedem Reisenden gegenüber nur bis zu einem Betrag von 250.000 Franken, Schweizer Franken, falls Sie sich wundern, ja, kann nach dem Rechtsanrufen Gerichts die Entschädigung von einer Geldrente festgesetzt werden, so darf der Kapitalwert der Rente diesen Höchstbetrag nicht übersteigen. Der Reisende kann jedoch mit dem Luftfrachtführer eine höhere Haftsumme besonders vereinbaren. Das bedeutet, wenn Sie einen Anspruch aus 823 haben, wird er begrenzt auf 250.000 Euro, selbst wenn Ihr Schaden viel höher ist. Noch interessanter für Sie, vielleicht praxisrelevanter, denn wenn Sie abgestürzt sind, sind Sie eh irgendwie schlecht drauf, ist Absatz 2
Und der sagt nämlich, bei der Beförderung von aufgegebenem Reisegepäck und von Gütern haftet der Luftfrachtführer nur bis zu einem Betrag von 250 Franken für das Kilogramm. Das heißt, wenn Sie anfangen, Ihre Juwelen im Koffer zu transportieren, werden Sie da ein schlechtes Geschäft machen, wenn der Koffer wegkommt. Es gibt eine klare Obergrenze, 250 Franken. Eine andere Sache, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, das Pariser Atomhaftungsübereinkommen. Ja, sagen Sie, was ist das denn? Die gesamte Entschädigung für ein nukleares Ereignis verursachten Schaden darf den gemäß diesem Artikel festgesetzten Haftungshöchstbetrag nicht übersteigen. Der Höchstbetrag des Inhabers einer Kernanlage für einen durch ein nukleares Ereignis verursachten Schaden beträgt 15 Millionen Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds. Jetzt denken Sie sich, das klingt aber viel. Was ist denn ein Sonderziehungsrecht? Die Sonderziehungsrechte liegen bei 1,26344 Euro. Das heißt, das sind ungefähr 16 Millionen Euro. Das war's insgesamt für alle Geschädigten. Ja, also wenn die Fukushima haben, dann wissen Sie als Atomkraftbetreiber, das ist Ihr Limit. Mehr müssen Sie nicht zahlen. Ja, also wenn das Erdbeben kommt, das ist die Haftungsbegrenzung. Das deutsche Atomgesetz macht das etwas geschickter. Das fängt erstmal an und sagt, die Haftung des Inhabers einer Kernanlage ist summenmäßig unbegrenzt. Dann geht es weiter, in den Fällen des 25.3 wird die Haftung des Inhabers auf den Höchstbetrag der staatlichen Freistellungsverpflichtung begrenzt. Und dann, was sind das für Ereignisse? Unmittelbar auf Handlung eines bewaffneten Konflikts, Feindseligkeiten, Bürgerkrieg, Aufstand oder schwere Naturkatastrophe außergewöhnlicher Art. Das heißt, Fukushima wäre erfasst, es wäre aber auch der Terrorangriff erfasst. Das heißt im Grunde alles, was nicht sozusagen das Atomkraftwerk selber schuld ist. Und wie hoch ist der Betrag? Immerhin 2,5 Milliarden Euro. Also mal eine Null mehr dran gehängt. Drei Nullen mehr dran gehängt. Aber mehr als 2,5 Milliarden müssen Sie nicht zahlen, wenn Ihr Atomkraftwerk hier hochgeht und die ganze Gegend verstrahlt wird. Der Schaden wird definitiv höher sein, das kann ich Ihnen schon sagen. Das ist die objektive Obergrenze. Ja? Eine politische Frage. Würde das denn jetzt gehandhabt, wenn sowas eintreten würde? Würde man dann über die Wette fahren, kann man Forderungen sammeln und eine Quote bilden? Oder nein. Nein, in dem Fall haftet der Staat. Der Staat stellt die Atomkraftbetreiber frei. Der Staat zahlt einen Fonds von 2,5 Milliarden und die werden dann quotal geteilt auf alle Gläubiger. Das heißt, in der Tat, es gibt kein Insolvenzverfahren, das wird einfach geguckt, jeder meldet an. Genau. Also wenn Sie jetzt einen Schaden hätten, genau, im Grunde das Verfahren ist das gleiche, wenn Sie einen Schaden haben von 1 Million und es gibt noch 100.000 andere, die diesen Schaden haben, dann haben Sie sozusagen dann eine Quote, können Sie ausrechnen, von, ich glaube, 63% oder sowas wird herauskommen. Ja? Also Sie können das ausrechnen und dann kriegen Sie halt einen Anteil. So einfach ist das. Ist doch nett. Jetzt sind Sie geschockt, ne? Jetzt wollen Sie doch vom Atomkraftwerk wegziehen, aber jetzt meine Frage, das ist ja alles toll und gut, dass es diese Regelung gibt. Warum gibt es die? Warum sagt man nicht, warum lässt man es hier nicht bei Satz 1 und sagt, die Haftung des Inhabers einer Kernanlage ist summenmäßig unbegrenzt. Punkt. Warum macht man A, eine staatliche Freistellung und B, warum begrenzt man denn die staatliche Freistellung? Das scheint mir ja irgendwie ein bisschen hart zu sein, wenn sie verstrahlt sind. Ja, wenn man in diesen Fällen wie Luftverkehr oder zum Beispiel Atomanlagen oder was auch immer keine Haftungsbeschränkung vornehmen würde, dann würden sich die Betreiber wahrscheinlich gar nicht erst trauen, so Unternehmungen einzugehen, weil sie das Risiko kennen, dass eventuell eine unbeschränkte Haftung entstehen könnte, weil sie Schadenssummen und das wäre dann der 100% Ruin und um einfach da ein bisschen den Geschäftstätigen die Befürchtung davon zu nehmen, würde ich behaupten, werden diese Beschränkungen eingeführt. Jetzt kommt eine spannende Frage. Gibt es einen Unterschied oder sehen Sie einen Unterschied zwischen dem Lufttransportfall, wo es um die Haftung für Personenschäden von transportierten Menschen und Gepäck geht, und dem Atomkraftfall, wo es um die Explosion eines Atomkraftwerkes geht? Oder ist das für Sie so gleich? Gibt es einen logischen Unterschied zwischen den beiden Fällen? Oder einen ökonomisch relevanten vielleicht für die Entscheidungsfindung. Ja, im Falle der Flugreisen ist ja die
Ja. Und bei dem Gepäck weiß ich ja selbst, was ich aufgebe. Und bei dem Atomkopfball könnte ich betroffen sein, ohne dass ich darauf irgendwie einfließen muss. Sehr gut. Also die zwei Unterschiede sind, im einen Fall kann ich durchaus kalkulieren, wie viele Passagiere nehme ich mit, wie viel Gepäck nehme ich mit. Das kann ich als potenzieller Schadensersatzpflichtiger kalkulieren. Und zweitens, als potenzieller Geschädigter kann ich im einen Fall überlegen, will ich eine unbeschränkte Haftung, will ich eine beschränkte Haftung, wie viel bin ich bereit, ein Risiko einzugehen. Das kann man aushandeln. Bevor ich ins Flugzeug steige, kann ich sagen, ich steige nur ein, wenn ihr mir Schadensersatz in Höhe von 5 Millionen zahlt, wenn ich abstürze. Im Atomkraftfall habe ich diese Verhandlungschance nicht, weil ich kann nicht darüber verhandeln, ob Atomkraftwerke neben mir gebaut werden oder nicht. Das macht der Staat. Das heißt, mein einziger Einfluss darauf ist, dass ich die Grünen wähle und sage, ich bin gegen Atomkraft. Aber ich habe keine Chance, den Bau des Atomkraftwerkes durch Vereinbarung oder Vertrag mit dem Atomkraftbetreiber zu verhindern. Sie kennen das alle, Coase sagt, im Idealfall müsste man sich dann zusammenschließen und verhandeln und man würde erreichen, dass das Atomkraftwerk irgendwo weit weggebaut wird. In der Realität ist es natürlich nicht der Fall, weil die Transaktionskosten zu hoch sind. Ja? Deshalb ist das Coase-Beispiel ein hypothetisches Beispiel und kein reales. Ja? Sehr anschaulich. So, jetzt nochmal, wenn es durchaus zwei grundverschiedene Konstellationen sind, im Transportfall und im Atomkraftfall, warum haben wir trotzdem für beide Fälle völkerrechtliche Verträge, die die Haftung begrenzen? Es gibt übrigens auch einen Vertrag, der sagt, die Haftung der Post ist begrenzt für Transport auf dem Land. Da kriegen Sie, glaube ich, 0,25 Cent pro Kilogramm oder sowas. Also, das, wenn Sie Briefe verlieren, ist quasi weg. Ja? Das sind ja beides Bereiche, die man sich dann ganz drüber schreiben. Flugzeuge sind ja in der Regel übergrenzt. Und wenn halt ein Atomkraftwerk an der französischen Grenze geht, wie wir alle stehen, dann wird der Deutsche da wahrscheinlich auch sein Teil vorangekommen. Ja. In der Tat, beides hat grenzüberschreitende Dimensionen, weil üblicherweise Flugzeuge nicht innerhalb von Deutschland nur hin und her fliegen, sondern oft ins Ausland. Nochmal die Frage, warum Haftungsbeschränkung? Warum soll ein Flugzeug nicht unbeschränkt haften? Die könnten ja kalkulieren. Die können ja in jeden Vertrag reinschreiben, wir haften nur bis einem Betrag von X. Warum sagt man da gesetzlich, wir machen eine Haftungsbeschränkung und die Abweichung muss vereinbart werden? Also Sie können durchaus sagen, die sollen für mehr haften, das müssten Sie aber vereinbaren. Ja? Erstens wissen die ja wahrscheinlich nicht genau, wer mit dem Jahr fliegt, was für einen Aufgabenbereich hat er, was passiert, wenn der verletzt ist und wieder verletzt wird. Das kann man ja nicht wissen. Und zweitens, wenn man abstürzt, weiß man ja auch nie genau, wo es abstürzt und was es vielleicht treffen könnte, weil diese Personen werden ja auch schlafen lassen. Ja, aber für die gilt die Regelung nicht. Ach so. Das gilt nur für die Reisenden und deren Gepäck. Es geht also nicht um den Schaden, das fällt aus Atomkraftwerken, die ganze Gegend wird verstrahlt. Dafür gibt es keine Haftungsbegrenzung. Ja, man wird ja auch irgendeine Regelung brauchen, an der man sich erstmal orientieren kann. Und die vertragliche Regelung in jedem Fluggast wäre ja viel zu kostenintensiv. AGB? Haben wir ja sogar. Also gerade für Stornogebühren und sowas haben wir immer AGB-Klauseln, die sagen, wer das Ticket storniert, kriegt halt nichts zurück. Wäre denkbar. Aber hier haben wir ja sogar eine gesetzliche Regelung. Ich hätte auch gerne eine gesetzliche Regelung, wenn ich Verkäufer bin, dass ich sage, ich hafte für Schäden nicht oder nur bis zur Höhe von X. Aber wir haben nur für ganz komische Bereiche solche Regelungen. Ja, wegen Beweisfähigkeit, wenn du Flugzeug abstürzt und alles verbrennen. Ja. Ich sagen, ich Beweis, das war so super wertvoll. Ja, das ist ein gutes Argument, Beweisprobleme. Aber auch Beweisprobleme haben Sie in vielen anderen Fällen auch. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Toaster. Der Toaster fängt an zu brennen, Ihre Wohnung brennt ab. Dann haftet der Verkäufer unbeschränkt. Also wenn er das hätte erkennen können und fahrlässig gehandelt hat und sowas. Also da haben Sie auch das Beweis, wo Sie sagen, ja, in meiner Wohnung, da lagen die Originaldokumente von Beethoven, wer 10 Millionen zahl mal. Ja, also wenn ich an so Fluggesellschaften denke, die betreiben ja in der Regel nicht nur ein Flugzeug, sondern große Flotten. Mhm. Dann wäre ja für jeden einzelnen Passagier, jedem einzelnen Flugzeug so eine unbegrenzte Haftung gegeben. Ja. Und um da einfach so ein bisschen diese Risiko-Obergrenze zu beschränken, würde ich sagen, dann besteht das auch auf die Fluggesellschaft. Ja, also die Antwort darauf lautet,
Man sagt, Fluggesellschaften leisten einen Dienst an der Öffentlichkeit, das heißt, deren Tätigkeit ist sozial besonders wichtig. Und die sollen eine kalkulierbare Basis haben, um Versicherungen abzuschließen, damit die das Risiko externalisieren können. Sie wissen, auch ihre Kfz-Haftpflichtversicherung hat meistens einen Oberbetrag, für den die haften. Die haften also nicht für alles, wenn einer für 100 Milliarden irgendwie Schaden hat, also die fahren jetzt hier einen Profisportler an, das kann richtig teuer werden. Das heißt, auch da gibt es eine Deckelung. Das heißt, da, um das kalkulierbar zu machen, musste man hier eine Obergrenze machen, denn ansonsten wäre die Tätigkeit als Fluggesellschaft sozusagen nicht ökonomisch kalkulierbar und es würden viele Betreiber aus dem Markt gedrängt und dadurch wird eine breitere Basis für Flugreisen eröffnet und dadurch wird wiederum dem Kunden etwas Gutes getan. Auch wenn er abstürzt, ist er halt arm dran. Ja? Also man hat eine Abwägung getroffen, hat gesagt, das ist der einzige Weg, um Leute zu kriegen, Fluganbieter zu werden. Ja. Aber Sie wissen alle, es gibt nicht nur diese spezialbezogenen Haftungsbeschränkungen, sondern es gibt die GmbH. Und viele Ökonomen sagen, die brillanteste Erfindung, die Industrialisierung fortgebracht hat, ist die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung. Egal, was man sich vorstellt, keine technische Errungenschaft ist so brillant wie die Aussage, ich kann das Risiko auslagern auf eine selbstgeschaffene Einrichtung. Das ist die Sache, die den Fortschritt so weit gebracht hat, wie nichts jemals zuvor. Und juristisch kennen Sie diese Regelung vielleicht. Das Gesetz sagt, in einer GmbH haftet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen. Das heißt umgekehrt, es haftet nicht das Vermögen der Gesellschafter. Dasselbe haben Sie auch im Aktiengesetz. Das heißt, die Idee ist, wir wissen genau, die Gesellschafter sind von der Haftung befreit. Warum ist das so? Ja, das ist trivial. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Hoverboards entwickeln. Ja, wir haben es gerade zurück in die Zukunft. Und Sie wissen, Sie wollen diese Hoverboards machen und damit sollen die Sportler in sogenannten Hoverparks dann Saltos machen, keine Ahnung was. Um einen Hoverpark zu bauen, brauchen Sie 15 Millionen Euro. Allerdings besteht die Gefahr, dass Sie doch 20 brauchen oder 30 oder vielleicht auch nur 17. Und außerdem gibt es momentan keine Hoverparks, das heißt, Sie wissen nicht, ob die Nutzer geschädigt werden oder ob die Nachbarn sich beschweren wegen irgendwelcher elektromagnetischen Strahlung oder sowas. Das heißt, Sie können noch nicht kalkulieren, was da auf Sie zukommt. Es gibt also eine erhebliche Unsicherheit bei der Kalkulation. Außerdem wissen Sie nicht, ob Ihr tolles Produkt, der Hoverpark, auf dem Markt ankommt. Um Ihnen zu zeigen, dass das jetzt keine blöde Idee von mir ist, es gibt diese Dinger, die sehen so aus. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eine magnetische Ebene, ja, das ist alles magnetische Fläche hier, dieses tolle Ding. Und dieses Hoverboard hat natürlich einen gegengerichteten Magneten und strahlt dann quasi hoch. Das heißt, Sie schweben in der Tat auf diesem Hoverboard über der magnetischen Fläche. Und Sie sehen, dieser Hoverpark hat halt so gewisse Rampen, damit die Leute runterflitzen können, eben ohne Reibung, natürlich geht es relativ schnell. Also geht schneller als mit einem Skateboard, logischerweise, weil es keine Reibungswiderstände gibt. Also die Dinger kosten halt viel Geld, 15 Millionen ungefähr. Und die Frage ist, wie kommen die an ihr Geld? Und die Antwort lautet, sie können zur Bank gehen. Wenn es ums Geld geht, Sparkasse, und sagen, wir haben da eine tolle Idee, wir brauchen 15 Millionen und wir wollen damit einen Hoverpark bauen. Was sagt die Sparkasse? Bitte, ihr habt ja das Geld, baut das. Was würden die sagen? Was meinen Sie? Klingt das wie ein guter Plan? Sie jetzt so als Geschäftsmodellanalyse? Ja, Sicherheit ist natürlich schwierig. Wo sollen die Sicherheiten bestehen? Sie sagen ja, ich baue das Ding ja erst. Wo soll ich die Sicherheit denn herkriegen? Wenn Sie jetzt kreativer Kopf sind und so ein Ding entwickelt haben, wo haben Sie denn die Sicherheit? Was sollen Sie denn machen? Oma fragen, die gibt Ihnen eine Bürgschaft in Höhe von 100.000 Euro. Da gibt Ihnen die Bank auch keine 15 Millionen. Die Sicherheiten werden Sie nicht kriegen. Wo sollen die auch herkommen? Also Sicherheit ist schwierig, sagen Sie. Aber ich habe eine gute Idee. Meinen Sie, dass die Idee lukrativ ist, so mal jetzt hier ökonomisch betrachtet? Glauben Sie, es kommt an auf den Markt? Ja, in Köln so, eine gute Lage. Hängt vom Eintritt ab, kann man kalkulieren. 15 Millionen kriegen Sie schnell wieder rein. Also wenn Sie
das ganze Jahr über aufhaben, jeden Tag 100 Leute durchjagen, jeder zahlt 100 Euro Eintritt, das Geld ruckzuck wieder da. Da kommt es weniger mal, Phantasialpreis, immer 40 Euro. Kann man alles machen, da machen wir ein paar Essen- und Trinkeverkauf, das kann man machen. Also die Frage ist in der Tat, ist die Idee so schlecht, dass sie kein Geld bekommen sollte? Hm? Was sagen Sie? Sicherheiten, wie gesagt, haben Sie ein Problem, kriegen Sie nicht. Ja? Also wenn man sich den Markt für Trendsportarten mal anguckt, würde ich sagen, dass diese Geschichte ziemlich gut ankommen würde. Das denke ich auch. Und jetzt, als Bank würden Sie dann sagen, okay, ich glaube, es kommt gut an, also kriegt er 15 Millionen. Also wenn ich eine Bank wäre, würde ich das wahrscheinlich trotzdem nicht aus. Das ist das Problem. Jetzt ist die nächste Frage, wenn Sie es nicht aushalten als Bank, was denn dann? Was können Sie noch tun? Wie kommen Sie an Ihre 15 Millionen, denn sonst können Sie es nicht bauen. Und wenn Sie es nicht bauen, baut es kein anderer, weil wir unterstellen, Sie haben mal ein Patent dafür, also für das schwebende Hoverboard. Also entweder Sie oder keiner. So wie man dann das Projekt glaubt, der Geld hat und wollte das investieren. Ja, in der Tat, Sie können jemanden suchen, der daran glaubt und das Geld investiert. Das Problem ist, wenn Sie jemanden suchen, der daran glaubt und das Geld investiert, was wird derjenige sagen? Wird er es einfach so machen und sagen, ja klar, hier. Was ist der Unterschied zwischen dem und der Bank, um es mal ganz deutlich zu sagen? Demjenigen, der sein Geld gibt, weil er das Projekt gut findet, und der Bank, wo ist der übliche Unterschied? Also der Start-up-Venture-Capital-Mann. Jetzt kommt der Venture-Capital-Mann und sagt, ich gebe Ihnen jetzt hier Geld von Rentnern. Denn die sammeln das Geld bei den Rentnern ein und geben ihnen, damit die Rentner hinterher eine Lebensversicherung ausgezahlt kriegen. Was wird dieser Mensch wollen? Ja? Der will wahrscheinlich in irgendeiner Weise an dem Erfolg später auch langfristig beteiligt sein. Der will nicht nur sein Geld zurückhaben, vielleicht mit Zinsen, sondern der will langfristig profitieren. Und was ist das Problem, wenn jemand langfristig profitieren will wiederum? Ja? Dann kriege ich deutlich weniger. Das heißt, ich habe zwar die tolle Idee, aber dieser Mensch frisst mir sozusagen die Haare vom Kopf. Das heißt, Sie haben das praktische Problem, Sie müssen irgendwie Ihre Gelder teilen. Ja, was gibt es noch? Es gibt hier noch die Variante, dass Sie Vorverkauf betreiben und sagen, ich verkaufe jetzt schon mal Eintrittskarten. Du kannst nächstes Jahr meinen Hoverpark, wenn du jetzt 100 Euro zahlst, so Premierentickets. Da kriegen Sie aber keine 15 Millionen mit zusammen, da kriegen Sie vielleicht eine Million mit zusammen. Da haben Sie immer noch 14, die Sie decken müssen. Aber die Bank freut sich vielleicht, wenn Sie sagen, ich habe einen Eigenanteil von 1 Million. Sie können Crowdfunding machen, würde man heutzutage sagen. Das heißt, die stellen es ins Internet und sagen, hier, ganz toll, und jeder, der es kommt, kriegt ein T-Shirt. Dann geben die Leute 1.000 Euro und kriegen ein T-Shirt, ich habe es mit unterstützt, wollen aber kein Geld dafür. Also Crowdfunding ist ein brillantes System, weil man kann Sachen verkaufen und Geld dafür kriegen, ohne was zu tun. Dann natürlich haben Sie die Variante, Oma zu fragen. Wenn Sie eine Oma haben, die 15 Millionen hat, dann können Sie die fragen. Und halt sonst die Venture Capital Leute, die Investmentfonds. Ja, der Trick muss für Sie sein, um das Unternehmen zu strukturieren, dass Sie möglichst viel Einfluss behalten und die ganzen Leute, die Ihnen nur Geld geben, möglichst wenig Einfluss kriegen. Warum ist Ihnen das wichtig? Damit Sie die hinterher rauskicken können. Sie haben vielleicht jetzt geguckt, neulich im Fernsehen wieder, das Social Network. Nee, hat keiner geguckt. Das Social Network mit Mark Zuckerberg. Und da haben Sie vielleicht diese Szene gesehen, wo der sagt, ja, wir haben gerade eine Kapitalerhöhung gemacht und dein Anteil ist jetzt geschrumpft auf 0,2%. Vorher hattest du 33. Unterschreib bitte hier, dass das alles so okay ist. Haben Sie nicht gesehen den Film? Schade. Ja. Wichtige ökonomische Erkenntnisse aus diesem Film. Also der Trick ist, nochmal, Sie wollen genug Macht haben, um die Leute, die nur wegen des Geldes da sind, zu unterdrücken. Weil die sollen sich in ihre täglichen Geschäfte nicht einmischen. Sie wollen sozusagen das Ganze managen. Sie wollen wissen, was richtig und falsch ist. Sie wollen expandieren können und Sie wollen möglichst am Ende auch vom ganzen Gewinn profitieren. Und das geht nur, wenn Sie deren Rechte beschränken. Das heißt, Sie brauchen auch hier eine Trennung der Investoren von den Leuten, die es entscheiden, allein im eigenen Interesse. Gut. Jetzt, wenn das so ist,
Wie reagiert denn der Markt auf beschränkte Haftung? Ist es für Sie als Käufer oder Verkäufer relevant, ob Sie mit jemandem einen Vertrag schließen, der unbeschränkt mit seinem Privatvermögen haftet? Oder mit jemandem, der eine GmbH vorschiebt und sagt, ich hafte nicht, wende dich bitte an die GmbH. Ist das für Sie als Normalkunde relevant, wer Phantasialand betreibt? Ob das ein Mensch ist, eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH? Oder wer Ihr Lieblingsrestaurant betreibt? Einzelperson oder GmbH? Ist das für Sie entscheidend? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder Ihr Friseur? Ist Ihr Friseur Einzelkaufmann, OHG oder GmbH? Wissen Sie es? Wer von Ihnen weiß das? Gut, wir sehen, es weiß keiner. Dann die Folgefrage, glauben Sie, dass es im geschäftlichen Verkehr, also jetzt nicht hier für Sie als Verbraucher, sondern für Unternehmer relevant ist, ob der Vertragspartner unbeschränkt oder beschränkt haftet? Ja? Ist das so? Ja, es ist sehr branchenabhängig, kann man sagen. Also in der Tat, ab einem gewissen Risikofaktor prüft man die Solvenz, wobei auch dann ist es irrelevant, ob derjenige Privatperson ist oder nicht, weil auch Privatpersonen können Zahlungsprobleme haben. Das ist auch denkbar. Es gibt historisch brillante Geschichten. Es gibt nämlich zum Beispiel American Express. Kennen Sie das? Die haben so Kreditkarten. Und bis 1965 war das eine Gesellschaft, bei der die Gesellschafter anteilig nach außen für die Schulden des Unternehmens hafteten. Das heißt, wenn sie eine Aktie von American Express hielten, hafteten sie persönlich mit ihrem Privatvermögen in einem Anteil von 1 Million oder was für die Schulden von American Express. Ja? Also wenn die 1 Million Aktien hatten, haben sie einen Anteil von 1 Millionstel an den Schulden des Unternehmens. Frage, es gab 25.000 Aktionären. Von den 25.000 Aktionären hatte der größte 10% der Aktien. Die anderen waren alle irgendwie in kleineren Quoten, also 9%, 8%, 1%, 0,1%. Frage, können Sie sich erklären, warum jemand Anteile an American Express kauft, obwohl er riskiert, mit einer Quote an den Schulden des Unternehmens beteiligt zu sein? Ist es nicht völlig irrational, Aktien von American Express zu kaufen? Also heute nicht mehr, wie gesagt, seit 65 sind sie da geschützt, sind sie normaler Aktionär, aber bis 1965 unstreitig so, alle Aktionäre haften mit ihrem Privatvermögen in Höhe von x% der Schulden. Und 25.000 Leute haben das mitgemacht, ich betone das nochmal. Und zwar teilweise sogar mit ganz kleinen Quoten. 0,1%, 5%. Und ohne sich über die Mitaktionäre zu informieren, ich betone das, also, weil keiner informiert sich über 24.999 andere, ob die zahlungsfähig sind. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ein großes Vertrauen in den Namen American Express bestanden hat und dass dieses Institut einfach eben so starkes Vertrauen hatte, dass man dachte, man gerät schon nicht in die Haftung, weil die schon wissen, was die da so machen. Ja, in der Tat, hier war das Argument, die Leute sagen, American Express, zahlen Sie mit Ihrem guten Namen, und hier ist das Visa, American Express, das ist ein solides Unternehmen und die Gefahr, dass ich jemals in die Haftung kommen sollte, ist so gering, das kann man ignorieren. Das heißt, wir haben das Haftungsrisiko schlicht rauskalkuliert. Das andere historische Beispiel ist ein bisschen älter. In Schottland gab es im 18. Jahrhundert, das heißt also 1700 irgendwas, bis Mitte des 19. Jahrhunderts das Wahlrecht für eine Bank, entweder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu organisiert sein, das heißt kein Aktionär haftet, oder als Bank mit unbeschränkter Haftung, wo dann die Investoren der Bank mit ihrem Privatvermögen, das heißt die Banker mit der dicken Zigarre, sagen, wenn Sie bei uns ein Darlehen aufnehmen, das zahlen wir aus eigener Tasche notfalls zurück. Und jetzt das Bemerkenswerte, was dabei rausgekommen ist, was ist passiert?
die Mehrheit der Einlagen, die Mehrheit der Vermögenswerte landete, Frage, bei den Banken mit beschränkter Haftung oder bei den Banken mit unbeschränkter Haftung? Wo würden Sie eher Ihr Geld lassen? Ja? Bei den Banken mit der beschränkten Haftung. Ja, in der Tat, das ist das Ergebnis. Warum? Das Risiko haben Sie aber auch bei der unbeschränkten Haftung, dass die Bank irgendjemand gegenüber haftet. Also das System ist nochmal, also Sie haben in beiden Fällen das Risiko, dass die Bank pleite geht. Nur im einen Fall haftet der Banker mit, sozusagen. Das heißt, Herr Ackermann hätte mit seinem Privatvermögen gezahlt. Und im anderen Fall sagt der Banker, tut mir leid, die AG ist pleite, wend dich bitte an den Insolvenzverwalter. Also im einen Fall riskiert sozusagen der Banker, wenn er es schlecht macht, dass er selber sozusagen hängt. Und im anderen Fall sucht er sich halt einen anderen Job. Aber sein Geld behält er. Also nochmal die Frage, wo würden Sie Ihr Geld eher lassen? Bei der Bank, wo Ihnen der Bankchef selber sagt, bevor sozusagen Sie Ihr Geld nicht zurückkriegen, zahle ich es aus eigener Tasche. Oder bei der Bank, die sagt, bei uns haftet nur die Vermögensmasse, die wir haben. Wenn kein Geld mehr da ist, dann kriegt halt keiner was oder dann kriegt jeder eine Quote. Wo würden Sie eher Ihr Geld lassen und warum? Oder fragen wir mal anders. Meinen Sie, dass die Banken vielleicht ein unterschiedliches Geschäftsgebaren an den Tag gelegt haben? Die Banken, wo die Banker persönlich haften? Und die Banken, wo die Banker nicht persönlich haften. Ja? Die Banker mit der persönlichen Haftung werden wahrscheinlich versucht haben, ihren Job besser zu machen, dass sie halt nicht in Haftungssituationen geraten. Ja, die Banker werden mit Sicherheit versucht haben, ihren Job besser zu machen. Das spricht ja sehr dafür, das Geld dahin zu machen, wo der Banker auch sagt, ich stehe dafür ein. Denn er wird das Geld mit Sicherheit nicht vertrödeln, er wird das mit Sicherheit machen. Trotzdem, ich sage Ihnen nochmal, die Leute haben ihr Geld nicht da gelassen, wo die Leute unbeschränkt haften. In der Tat, die Leute, die den Vertrag geschlossen haben, haben den geschlossen mit der Bank mit der beschränkten Haftung und zwar aus zwei Aspekten. Das eine, was der Kollege eben gesagt hat, jemand, der persönlich haftet, ist extrem vorsichtig. Der macht keine Experimente, dadurch hat er auch weniger Einnahmen insgesamt und damit auch weniger, was er als Zinsen zahlen kann. Es gibt auch noch ein zweites Problem. Wenn ich persönlich hafte, dann will ich dafür aber auch eine entsprechende Vergütung haben. Denn ich riskiere immerhin mein Privatvermögen, das heißt, ich als Vorstand riskiere alles, was ich habe. Das heißt, ich will auch einen höheren Verdienst haben. Und dieser höhere Verdienst, also diese Risikoprämie, die muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, wenn die Gesellschaft 100.000 verdient, würde bei einer beschränkt haftenden Bank vielleicht 10.000 an die Investoren gehen. Bei einer unbeschränkt haftenden Bank werden die Leute, die unbeschränkt haften, vielleicht 30.000 als Vergütung haben wollen. Das heißt, die wollen mehr Geld dafür, dass sie persönlich haften, weil sie garantieren immerhin dafür, dass Geld zurückkommt. Also bleibt weniger über, was sie an Zinsen verteilen können. Und die meisten Investoren nehmen lieber die hohen Zinsen mit gewissem Ausfallrisiko als niedrige Zinsen mit geringem Ausfallrisiko. Klar? Das heißt, anders als dem, was wir eben gesagt haben, die Leute nehmen die beschränkte Haftung lieber, weil die Leute risikofreudiger sind und damit die Chance, dass sie höhere Zinsen kriegen, auch höher ist. Weil sich Leute, die persönlich haften, auch fürstlich dafür bezahlen lassen. Ich habe eben über American Express gesprochen. American Express hatte nicht, wie bei der deutschen OHG, eine unbeschränkte Gesamtschuldenrichterhaftung. Das bedeutet, die Aktionäre haftet nicht jeder auf die volle Summe. Das heißt, wenn ich 1 Million Schulden habe, hätte ich von jedem der 25.000 einen Anteil von einem 25.000 einklagen müssen.
Es gibt Ökonomen, die behaupten, wir bräuchten keine beschränkte Haftung, wenn wir eine anteilige Haftung nur hätten. Sie erinnern sich an das Problem, was ich Ihnen erklärt habe, dass ich bei einer Gesellschaft, wo ich gesamtschuldnerisch hafte, auch gucken muss, was mit meinen Mitgesellschaftern ist. Wenn die nämlich nicht zahlungsfähig sind, hafte ich im Zweifel für deren Anteil mit. Wenn ich aber ohnehin nur in Höhe der Quote hafte, die ich habe, muss ich nicht gucken, was die anderen machen. Ich muss auch gucken, ob ich genug Geld habe, um meinen Anteil zu bezahlen. Das heißt, Überwachungskosten, die ich bisher hatte, entfallen und ich kann einfach sagen, okay, ich hafte in Höhe von 1%. Damit wird mein Risiko kalkulierbar. Ich muss nur noch gucken, welche Gefahren hat das Unternehmen. Ich muss nicht gucken, welche Gefahren haben die Mitgesellschafter. Damit spare ich wiederum Überwachungskosten. Damit finde ich auch möglicherweise jemanden, der meine Aktien kaufen will. Weil ich sage, du haftest nur in Höhe von 0,1% der entstehenden Schulden. Also willst du haben oder nicht. Das heißt, ich habe auch eine Möglichkeit, meine Anteile wieder loszuwerden. Die Folge davon ist, dass keiner sich traut, große Anteile zu erwerben. Das heißt, ein Block von 50% oder 60% wäre verdammt riskant, weil dann haftet man auch in Höhe von 60%, wieder wie bei American Express. Das heißt, die Leute werden versuchen, möglichst gering beteiligt zu sein an möglichst vielen Gesellschaften. Denn wenn ich 10 Millionen Mal ein Haftungsrisiko habe von 1 Euro, ist das besser, als wenn ich alles in einen Korb lege und da riskiere, in Höhe von 100 Millionen zu haften. Das heißt, wir erreichen hiermit eine starke Streuung des Besitzes. Streuung des Besitzes bedeutet wiederum weniger Macht einzelner Leute, weil ja jeder nur einen kleinen Anteil hat. Und das bedeutet möglicherweise auch eine andere Unternehmensführung. Soweit klar? Brillant. Es gibt Leute, die das behaupten, das ist aber falsch. So, letzte Woche habe ich schon von KMU geredet. Hier steht es auf der Folie nochmal drauf. KMU steht für kleine und mittlere Unternehmen. Gucken Sie sich diesen Fall an. Unser Fall mit dem Hoverpark mit 15 Millionen, da hat er ein Problem mit der Bank. Aber hier haben wir einen Handwerker, der will einen Dachdeckerbetrieb eröffnen. Und der Dachdeckerbetrieb braucht keine 15 Millionen. Allerdings weiß der Handwerker, dass die Kosten für seine Angestellten und die Zahlungspflichten gegenüber seinen Lieferanten und vor allen Dingen die unsichere Zahlungsmoral seiner Kunden ein gewisses Problem darstellt. Das heißt, er geht in Vorleistung, bestellt die Dachziegel und der Kunde zahlt nicht, das heißt, er bleibt auf den Kosten sitzen, bis er es eingeklagt hat. Umgekehrt, er muss seinen Angestellten Gehalt zahlen jeden Monat. Wenn der Kunde nicht zahlt, zahlt er es aus eigener Tasche, bis er irgendwann pleite ist. Anders als in unserem Fall mit den Banken oder mit den Venture Capital Leuten, hat er aber nicht das Problem, dass er irgendjemanden als Investor kriegen muss. Er kann theoretisch erstmal aus eigener Tasche das machen. Frage: Warum ist es gerechtfertigt, hier die Haftung zu beschränken? Jetzt sagen Sie ja, weil der sonst irgendwann pleite geht, aber die Folge ist ja, das Risiko wird ja nur verlagert. Das Risiko, was ihn momentan trifft, trifft dann seine Lieferanten und seine Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer, der keinen Job mehr hat, der Lieferant, der Waren geliefert hat, aber für kein Geld kriegt, der Dachziegel geliefert hat und die nicht bezahlt kriegt. Also die Frage ist, warum soll dieser Mensch nicht mit seinem Privatvermögen haften, wenn er das riskante Unternehmen betreibt? Können Sie das aus irgendeinem Grunde rechtfertigen? Also bei so einer AG ist klar, die Leute wollen halt nicht haften, denn sonst investieren sie nicht. Meinen Sie, dass das passieren würde? Wäre das der wahrscheinliche Effekt? Oder dass zumindest ein kleines Unternehmen würde es nicht mehr geben. Das wäre dann Dachdeckerbetrieb, wäre dann irgendwie nur noch so große Dachdeckerfirmen. Also Sie meinen, das ist eine Art Mittelstandsförderung nach dem Motto, wir wollen verhindern, dass es nur große gibt, wir wollen den kleinen Mann auf der Straße ermöglichen, einen Dachdeckerbetrieb zu eröffnen. Ja, das lässt sich hören. Ist das alles, dass wir sagen, Mittelstandsförderung, also quasi eine Subvention für den Mittelstand, dass wir sagen, wir wollen viele kleine Handwerksbetriebe in Deutschland. Wir wollen nicht nur Großunternehmen. Hochtief oder irgendwie. Was in der Art. Meinen Sie, das ist der einzige Grund, warum wir das zulassen? Naja, man könnte das auch aus der staatlichen Perspektive argumentieren und sagen, je mehr Unternehmen oder je mehr kleine Unternehmen, desto mehr Unternehmen die Gewerbesteuer. Ja, gut, das Argument, der Staat kriegt mehr Einnahmen aus Gewerbesteuer. Was würde denn passieren,
Wenn der keinen Betrieb aufmacht, was würde er denn dann machen? Würde er Hartz IV kassieren und sagen, na gut, dann arbeite ich halt nicht? Und was würde mit den Dächern passieren? Würden die ungedeckt bleiben? Die Leute würden dann sagen, regnet halt rein? Wäre das ein realistisches Ergebnis, dass dieser Mensch auf der Straße steht und die Dächer der Häuser ungedeckt bleiben? Ja, er würde als Angestellter arbeiten. Wäre das für die Einnahmen des Staates ein Problem, ob er als Angestellter arbeitet oder als Selbstständiger? Es ist nur eine Frage, wie ich die Steuern halt ausgestalte. Ich kann ja theoretisch alles auf Einkommensteuer verlagern, dann habe ich die gleichen Einnahmen. Das heißt, es ist auch für den Staat einnahmenneutral. Ich habe auch keine Ausgaben für Arbeitslose, weil die Arbeitslosigkeit steigt dadurch auch nicht. Also das glaube ich nicht, dass das Argument ist. Das wäre in der Hinsicht neutral. Und jetzt? Also doch der Mittelstand als Institution. In der Tat, das ist ein Argument, was immer kommt. Wir wollen Konzentration vermeiden, wir wollen Risikostreuung, denn wenn der große pleite ist, dann ist es ganz furchtbar. Lieber viele kleine, von denen man ab und zu einer pleite geht, als ein großer, der dann vor die Wand fährt. Wir kennen das aus dem Bankensektor. Wenn ein großer explodiert, hat das extreme Folgeschäden. Wenn ein kleiner explodiert, merkt das kaum jemand. Das sind dann halt so ein paar Sachen, die abgewickelt werden müssen. Naja, also es gibt Leute, die rechtfertigen das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Die hängen das ganz hoch auf und sagen, wenn dieser Mann mit seinem Privatvermögen haftet, dann verliert er seinen Fernseher, sein Auto, sein Pferd, seinen Pool, seine Ehefrau. Er ist sozusagen, er kann kein Leben mehr führen, weil er immer Angst hat, dass alles, was er hat, weg ist. Und diese Angst wird ihn davon abhalten, sozusagen als Mensch respektiert zu werden. Gut, Wahnsinnsargument. Das andere Argument ist in der Tat, was wir eben schon hatten, Konzentration vermeiden, Kartellrecht, viele Konkurrenten, Annäherung an den optimalen Preis. Dann das Argument, dass der Staat auch Kosten hat, wenn dieser Mensch pleite geht. Denn wenn dieser Mensch pleite geht, muss er ja anfangen, eine Privatinsolvenz durchzuführen. Und da muss er dann gucken, halt private Forderungen für seinen Fernseher, seine Miete und Ähnliches und unternehmensbezogene Forderungen, die sind alle in einem Topf. Das muss dann alles verwaltet werden. Dann kommt Restschuldbefreiungsverfahren, 6 Jahre. Das will keiner machen. Das kostet auch staatliche Ressourcen. Während so eine Unternehmensinsolvenz von der GmbH ist immer überschaubar, da muss ich nur dieses eine Unternehmen abwickeln. Das geht relativ schnell, da haben wir routinierte Verfahren. Das scheint einfacher zu sein. Und last but not least, wir wollen den Menschen auch die Wahrnehmung seiner Tätigkeit eröffnen. Wenn es wirklich nur die Großen gibt, gibt es die Gefahr, dass die sagen, wir stellen dich nicht ein, dann kriegt er keinen Job. Und das ist dann wieder ein Eingriff in Artikel 12 Grundgesetz, weil er kann seinen Wunschberuf nicht ausüben, obwohl er physisch dazu in der Lage ist und sonst. Das heißt, wir eröffnen die Berufsfreiheit dadurch, dass wir auch Gewerbefreiheit einräumen. Hammerargumente, die sagen, super. So, damit sind wir jetzt schon bei den Kernproblemen. Erstes Problem ist, wollen wir wirklich diese Risikostreuung? In dem Sinne, dass jeder möglichst in viele Unternehmen investiert, sodass wenn eins pleite geht, das ihm nicht so wehtut? Oder wollen wir eine starke Integration, ein Unternehmen, was sozusagen in sich strukturiert ist? Das haben wir in der allerersten Stunde besprochen, Sie erinnern sich vielleicht, die Frage Integration oder Diversifikation, Kernproblem der Ökonomie. Die zweite Frage, die sich dann stellt, ist es rational, in Großunternehmen zu investieren, die immer ein Gemisch von verschiedenen Ein- und Ausnahmen halten? Die produzieren vielleicht Autos und Flugzeuge. Und der Flugzeugsektor mag schlecht sein, der Autosektor mag gut sein. Wäre es dann nicht schlauer zu sagen, ich investiere ganz klein sozusagen in ganz spezifische Segmente und sage, der Autosektor läuft gut und dann investiere ich nur in den Autosektor und nicht in den Flugzeugsektor? Und da könnte man daraus schließen, es wäre immer irrational, in Großunternehmen zu investieren, sondern immer in das Kleine, was eine spezifische Sache macht, die ich überwachen kann. Und das Letzte, was die Ökonomen für große Rätsel stellt, ist es gerechtfertigt, dass Unternehmen, also GmbHs, ihrerseits Gesellschafter einer GmbH sein können? Denn alles, was wir bisher hatten an Argumenten, war immer die Aussage, wir wollen Investoren anlocken und wir wollen hier das Individuum schützen seiner beruflichen Tätigkeit.
Das Individuum, was eine GmbH gründet, hat aber schon sozusagen die beschränkte Haftung. Das braucht keine weitere Tochtergesellschaft. Und der Investor, der in eine AG investiert, haftet auch nur beschränkt. Also warum soll die AG eine Tochtergesellschaft haben? Wenn es unbedingt einen zweiten Bereich gibt, dann können wir diesen zweiten Bereich auch komplett externalisieren und sagen, das soll halt nicht eine Tochtergesellschaft sein, sondern das soll selbstständig gehandelt werden. Oder anders gesagt, wenn ich eine Tochtergesellschaft mache, habe ich so ein Zwischending zwischen der Integration, dass es in meinem eigenen Unternehmen erfolgt, und der Externalisierung, dass es von einem anderen Unternehmen betrieben wird. Und daher die Frage, warum soll das gehen? Was ist dafür die Rechtfertigung, dass wir das ermöglichen? Und das Problem werden wir nochmal näher haben in 4 oder 5 Wochen, glaube ich. Also irgendwann so kurz vor Weihnachten. Ja, Haftungsbeschränkungen gibt es grundsätzlich für sozial erwünschte Aktivitäten, die mit großen Risiken verbunden sind. Flugreisen, Atomkraft, andererseits allgemein für alle Unternehmen. Bei allen Unternehmen gibt es die denkbare Alternative der anteiligen Außenhaftung. Das heißt, ich muss nicht gucken, was meine Mitgesellschafter machen, sondern nur, was das Unternehmen macht. Bei kleinen Unternehmen fördert das Ganze die Diversifikation bei den Gläubigern. Ich habe die Wahl zwischen 10 Dachdeckern, 20 Restaurants statt nur zwischen 2. Dadurch wird Wettbewerb geschaffen. Wettbewerb führt zu besseren Preisen, besserer Qualität. Und es erleichtert die Verwaltung, weil ich kann Insolvenzverfahren nur über das Unternehmensvermögen stattfinden und das Privatvermögen muss mich nicht interessieren. Denn sonst muss ich immer gucken, welches Auto fährt der, bevor ich einen Vertrag mit dem schließe. Das spare ich mir bei der GmbH. Unlösbar ist bisher mit unseren momentan vorliegenden Mitteln noch die Frage, warum darf man Tochtergesellschaften gründen? Also warum soll jemand, der ohnehin schon beschränkt haftet, nochmal jemanden gründen dürfen, der ebenfalls beschränkt haftet? Da gibt es ökonomisch nach unserem bisherigen Instrumentarium keinen Grund für. Klar? Fragen dazu? Ja? Ja, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, dass die anteilige Außenhaftung also ökonomisch nicht sinnvoll ist. Und ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Also was der Grund dafür ist, dass das nicht funktioniert. Der Grund dafür ist, dass die Durchsetzung zu aufwendig ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1 Million Aktionäre. Dann haftet jeder in Höhe von einem 1 Millionstel. Wenn Sie jetzt eine Forderung von 100 Euro haben, dann können Sie klagen gegen jeden einzelnen Aktionär in Höhe von einem 1 Millionstel von 100 Euro. Das ist nicht mal ein Cent, das ist weniger als ein Cent. Überlegen Sie mal, wie viele Rechtsstreitigkeiten sind, wie viele Schriftsätze da verschickt werden müssten an jeden Einzelnen. Das ist ökonomisch viel zu aufwendig. Das heißt, wenn Sie eine Forderung von 1 Million haben, können Sie gegen jeden 1 Euro einklagen. Sie müssen aber dafür 1 Million Klageschriftsätze zustellen. Und möglicherweise haben Sie 1 Million Anwälte, die dann bezahlt werden, die jeweils einen Antwortschriftsatz schreiben. Und der arme Richter, der das alles lesen muss, das heißt, der Aufwand, eine anteilige Außenhaftung zu verwalten, ist unproportional hoch. Es vermeidet zwar die Gefahren, die wir haben, aber es schafft einfach einen unnötigen Verwaltungsaufwand, den wir nicht verarbeiten können. Ja? Überzeugt Sie dieses Argument? Ja. Ja? Sehr gut. Das ist nicht unumstritten. Es gibt Leute, die sagen, nimmt man halt in Kauf. Das kann man überlegen, wenn man den Vertrag schließt. Aber ja. So. Bisher sind Sie alle ganz überzeugt davon. Ja? Gut. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Die Haftungsbeschränkung sagt, derjenige, der die schädigende Handlung begeht, der schlechte Waren liefert, der explodierende Atomkraftwerke baut, der haftet nur bis zu einem Betrag X. Das heißt, das Risiko trägt nicht mehr der Schädiger, der den Schaden ersetzen muss, sondern der Geschädigte. Und wenn der Geschädigte den Schaden nicht vermeiden kann und auch keinen Ersatz kriegt, trägt diese Kosten der Staat. Das ist schlecht. Der Staat heißt nämlich Sie als Steuerzahler. Sie kennen das, Diskussion über Bankensanierung und sowas. Also wenn das Risiko verlagert wird, von dem, der es verhindern kann, auf die Allgemeinheit, ist das üblicherweise kein gutes Zeichen. Ach. Ich komme hier vor, so wie Klasse 11, so wie Kurs, und sagen alle, ja. Aber diese Erkenntnis ist eine grundlegende.
Haftungsbeschränkungen führen zu gewissen Risiken. Nämlich zunächst mal das Risiko, dass Sie riskantere Entscheidungen treffen als ohne. Sie erinnern sich eben an einen Bankenfall. Sie können höhere Zinsen gewähren, weil Sie investieren in gefährliche Dinge. Sie wissen auch, wir haben in Deutschland sehr hohe Zinsen gewährt. Also wenn Sie früher mal Tagesgeldzinssatz von 6% hatten, dann muss man sagen, das ist schon nicht schlecht. Heute, wenn Sie mal versuchen, irgendwie Geld zu irgendwas anzulegen bei einer Bank, werden Sie feststellen, Sie kriegen nichts. Also Sie können froh sein, dass Sie keine Strafzinsen zahlen müssen. Also Geld anzulegen ist momentan schlecht. Woran liegt das? Früher waren die Banken extrem risikofreudig. Sie erinnern sich, da gibt es diese tollen Immobilien in den USA, wo man dann die Hypotheken kauft und dann feststellt, ups, die kann man nicht einbringen. Dieses System war nicht dumm durchdacht, es hat nur das Problem, es musste halt irgendwann platzen. Es war halt ein ganz normales Schneeballsystem, das wunderbar funktioniert. Wenn ich sage, das Risiko beträgt 0,1% und dann gebe ich im nächsten 0,01 und immer so weiter, das kann nicht funktionieren. Aber gut, das ist eine andere Frage. Sie neigen dazu, riskantere Entscheidungen zu treffen, wenn Sie wissen, es kann Ihnen nichts passieren. Das kennen Sie als den Computerspieleffekt. Die Leute machen Computerspielen allen möglichen Unsinn, sie ballern Leute nieder, das würden sie in der Realität nicht tun. Warum nicht? Weil die Sache keine Konsequenzen hat. Sie kennen das auch als das Internetphänomen. Die Leute laden im Internet illegal Filme runter, obwohl sie nicht ins Kino einbrechen würden und den Film da gucken würden. Warum? Weil sie davon ausgehen, dass sie keiner erwischt. Wenn es aber so ist, dass Sie nicht haften, dann haben Sie auch keinen großen Anreiz, eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Sie haben hoffentlich alle eine Haftpflichtversicherung, zumindest dann, wenn Sie ein Auto fahren, werden Sie eine Kfz-Pflichthaftpflichtversicherung haben und darüber hinaus sollten Sie auch sonst eine Haftpflicht haben, schlicht deshalb, weil Sie wissen nie, wann Sie mal fahrlässig einen Schaden verursachen. Wenn Sie aber eh nicht haften, brauchen Sie auch keine Versicherung, denn das lohnt sich ja nicht, das ist verschwendetes Geld. Und damit bleiben letztendlich für Sie als Kosten, die Sie als Preis auch verlangen von den anderen, nur die Herstellungskosten. Sie produzieren also gefährliche Sachen, sagen wir, Sie produzieren Handgranaten und jede 10. Handgranate explodiert beim Kunden in der Hand. Das kann Ihnen aber egal sein, weil Sie ja nur haften in Höhe Ihrer 25.000 Kapital oder vielleicht 1 Euro, wenn Sie eine UG-Haftungsbeschränkung begründet haben. Das heißt, Sie können die Handgranaten zum Herstellungspreis verkaufen. Das ist für Sie sehr günstig, weil vielleicht ein bisschen Schwarzpulver und ein bisschen Metall drumherum, das ist nicht teuer herzustellen. Normalerweise, wenn Sie haften, müssen Sie einkalkulieren, die Schadenswahrscheinlichkeit beträgt so und so viel Prozent, die Schadenshöhe beträgt so und so viel Prozent, das teile ich durch die Zahl der hergestellten Produkte und erhöhe den Preis um eine Risikoprämie, die x Euro beträgt. Wenn Sie also eine Coca-Cola trinken und zahlen dafür pro Flasche, das kostet die 1 Euro, 1 Euro für 1,5 Liter, 1 Euro für 1,25 Liter, dann ist darin eine Risikoprämie einkalkuliert, sagen wir mal von 5 Cent. 5 Cent kommen in den Topf für den Fall, dass doch irgendwann mal einer, weiß ich nicht, Rattenkot in die Cola reingeschmissen hat und Sie dann Coca-Cola verklagen und dafür Schadensersatz haben wollen. Das heißt, es gibt einen Sicherheitsfonds für Rattenkot in Coca-Cola. Das macht jedes Produkt. Bei jedem Auto zahlen Sie eine gewisse Risikoprämie. Auch VW hat eine Risikoprämie, die einkalkuliert hat, dass Sie jetzt in gewissem Umfang haften, weil Sie da ein bisschen falsche Informationen verbreitet haben. Das liegt in der Natur eines Produktes, das eine Risikoprämie einkalkuliert. Die Gefahr einer Haftungsbeschränkung ist, dass Sie auf die Risikoprämie verzichten und sagen, ich riskiere, dass das ganze Unternehmen gegen die Wand fährt, denn ich habe jahrelang gelebt von den Dividenden, die ich ausgezahlt bekommen habe. Sie müssen nur kalkulieren, wie lange es dauert, bis der Schaden eintritt. Wenn Sie das kalkulieren können, sind Sie raus. Die Folge davon ist, dass Sie schneller wachsen können. Denn Sie können Ihre Herstellungskosten im Rahmen halten und dadurch können Sie ganz schnell ganz viel produzieren. Und Sie werden ganz schnell größer als jemand, der unbeschränkt haftet. Wenn Sie unbeschränkt haften, haben Sie einen großen Anreiz, vorsichtig zu sein und nicht zu groß zu werden, dass Sie den Überblick verlieren. Bei Großunternehmen ist Ihnen doch egal, geht halt irgendwas pleite, ist mir doch egal. Die andere Folge ist, die Insolvenzquote ist de facto höher, also die Zahl der Unternehmer, die Privatinsolvenz anmelden, ist deutlich geringer als die Zahl der Insolvenzen bei der GmbH. Also stellt sich die Frage,
wie schaffe ich einen Anreiz, dass Unternehmen nicht vor die Wand gefahren werden? Also was kann der Staat tun, um zu verhindern, dass die Leute sagen, ist mir doch egal, wenn es pleite geht, ist halt alles zu spät. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt daran interessiert, dass es nicht schief geht? Nun ja, die Vertragspartner, also unsere Lieferanten, Arbeitnehmer und Kunden, die haben Interesse daran, dass sie irgendjemanden haben, wo sie Geld herkriegen. Der Lieferant will seinen Kaufpreis, der Kunde will seinen Gewährleistungsanspruch durchsetzen und der Arbeitnehmer will einen Job haben mit Gehalt. Die haben durchaus ein Interesse. Der Großaktionär hat auch ein Interesse, weil er hat halt viel investiert und er will zumindest dieses Investment zurückhaben. Der Kapitalmarkt, den wir noch nicht besprochen haben, aber den wir noch sehr anschauen müssen, hat auch ein Interesse daran, dass Unternehmen irgendwie noch da sind, denn man will ja seine Anteile verkaufen. Ich kaufe nichts, was ich nicht verkaufen kann. Ich kaufe keine Aktien, die ich nicht mehr loswerde. Und natürlich der Manager, der möglicherweise Interesse daran hat, dass er seinen Job nicht verliert oder sein Ruf nicht ruiniert wird. Das sind die potenziellen Interessengruppen. Das Blöde an der Sache ist nur, keine dieser Interessengruppen hat die Durchsetzungskraft, um den Missbrauch zu verhindern. Deshalb hat der BGH einen anderen Grundsatz aufgestellt. Wir haben eben den Grundsatz gehabt, alle haften unbeschränkt, wenn nichts anderes im Gesetz steht oder vereinbart wurde. Der zweite Grundsatz ist, wenn die Haftung auf ein bestimmtes Vermögen beschränkt ist, muss auch dieses Vermögen vorrangig den Gläubigern zustehen. Das heißt, die Gesellschafter dürfen nur das nehmen, was nicht zur Erfüllung der Schulden erforderlich ist. Das heißt, ein grundsätzlicher Vorrang aller Gläubiger gegenüber den Gesellschaftern. Ja, jetzt sagen Sie, oh, hätte ich auch wohl gewusst. Jetzt sagen Sie, warum eigentlich? Das Argument ist, die Gläubiger haben eine schlechtere Verhandlungsgrundlage als die Gesellschafter. Der Gesellschafter und der Geschäftsführer weiß sozusagen schon von den Leichen im Keller, weil es ja sein Keller ist. Der Gläubiger hat erheblichen Aufwand, sich zu informieren. Das gilt zunächst mal für den Verbraucher. Wenn Sie eine Flasche Cola kaufen, und zwar eine Flasche Goldstar Cola bei Aldi, dann haben Sie keinerlei Ahnung, erstens, wer die herstellt, zweitens, wie solvent der ist und drittens, welche Qualität die Cola hat. Das heißt, Sie haben erhebliche Informationsdefizite, die Sie überwinden könnten, aber der Aufwand wäre unproportional hoch zu dem Nutzen, den diese Information für Sie hätte. Ja? Sie haben nichts davon, dass Sie das rausfinden. Wahnsinn, ökonomische Erkenntnis. Selbst der Arbeitnehmer, wo Sie sagen, der will sich langfristig binden und der ist darauf angewiesen, einen Job zu haben, hat Probleme, diese Informationsdefizite zu überwinden. Und auch da ist der Wert der Information für ihn nicht so hoch, dass es sich lohnen würde, vorher zu gucken, wie es um das Unternehmen steht. Er verlässt sich stattdessen darauf, dass es so Sachen gibt wie Betriebsräte und Aufsichtsräte, die verhindern, dass es zu sehr vor die Wand fährt. Und das Ganze gilt sogar für die Lieferanten. Auch die Lieferanten gehen davon aus, wird schon laufen, bevor die großen Solvenztests machen. Die einzige Ausnahme sind die Banken, die Geldkreditgeber. Banken investieren normalerweise durchaus Geld und Zeit, um zu gucken, ob das Unternehmen solvent ist. Außer wir haben hier Mikrokredite, so, also nicht 50.000 kriegen sie so. Aber für alles andere recherchieren die und gucken, ob sie solvent sind, ob sie Zukunftsperspektiven haben oder nicht. Zweitens gibt es die Leute, die da unten stehen, die können sich noch nicht mal informieren, weil es sie zufällig trifft, weil sie gar keine Verhandlungsmöglichkeit haben. Das betrifft zunächst mal den Staat. Der Staat kann nicht mit dem Unternehmen verhandeln, der kriegt seine Steuern oder kriegt sie nicht. Wenn das Unternehmen da ist, ist es steuerpflichtig. Das heißt, der Staat kann nicht verhandeln und sagen, ich will aber von dir Sicherheiten für die Steuern, das geht nicht. Deliktsgläubiger, wenn sie vom Auto überfahren werden, haben sie keine Chance vorher zu gucken, ob der Fahrer solvent ist oder nicht. Ja? Und last but not least, Kleinstgläubiger, wo die Transaktionskosten prohibitiv sind,
wenn Sie wirklich nur eine Forderung von 50 Cent begründen, werden Sie sich nicht informieren. Bei Ihrem Friseur, wo Sie maximal als Dame 25 Euro ausgeben für ein Komplettprogramm, da werden Sie nicht hingehen, welche Rechtsform der hat, weil die Kosten werden viel höher als das, was Sie am Ende rauskriegen. Denn selbst wenn er Ihre Haare völlig versaut, liegt Ihr Schaden nicht bei mehr als 30 Euro. Das ist eine Überlegung, ob das wirklich so ist, aber es ist so. Gut, das heißt, die Gläubiger haben ein Informationsdefizit. Gut, sagen Sie, das glauben Sie mir jetzt. Wie lösen wir das? Indem wir staatlich anordnen bestimmte Qualitätsmerkmale für Gesellschaften. Das hat nur folgendes Problem. Erstes Problem ist es wirklich günstiger, dieses komplexe System anzuordnen, als das, was wir ohnehin schon haben. Wenn Sie eine OHG haben, haften zwar alle Gesellschafter persönlich, das nützt Ihnen aber nicht, wenn Sie nicht wissen, wie solvent die sind. Das heißt, selbst wenn die persönlich haften, müssen Sie sich auch informieren. Die persönliche Haftung Ihres Friseurs nützt Ihnen nichts, wenn Sie nicht genau wissen, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Und seine Kontoauszüge wird er Ihnen nicht geben. Das heißt, bei der persönlichen Haftung haben Sie sehr viel höhere Informationskosten. Ist Ihnen das klar? Wenn jemand mit seinem Privatvermögen haftet, müssen Sie das Privatvermögen kennen, um zu wissen, wie werthaltig diese Forderung ist. Das kriegen Sie auch nicht hin. Da stehen Sie also nicht besser. Auch bei der unbeschränkten Haftung stellt sich das gleiche Problem und da haben wir keine Bedenken. Das zweite Problem ist, dass diese Leute hier auch bei allen tollen Schutzsystemen zu spät kommen. Diese Leute hier sind immer spät dran, denn die haben keine Chance zu verhandeln und die haben auch keine Chance vorher zu überwachen und vorher zu gucken, wie solvent das Unternehmen ist. Wenn sie diese Chance aber nicht haben, ist die Frage, wie werden sie repräsentiert? Und die grundlegende Überlegung ist, weil die da oben ein Interesse daran haben, dass das System funktioniert und von denen da oben, also von den Vertragsgläubigern, viele gibt, werden die hier unten sich einfach anhängen können. Der Vertragsgläubiger stellt sicher, dass das Unternehmen langfristig existenzfähig ist. Sie liefern nur Sachen an Unternehmen, die existenzfähig, die auch in Zukunft noch existieren werden, so rum. Und weil der Lieferant liefert, gibt es das Unternehmen noch. Und weil es das Unternehmen noch gibt, wird es noch genug Geld haben, um auch die legliche Forderung zu befriedigen. Nochmal, versteht kein Mensch diese Logik. Die These ist, der Einzelne, der da oben steht, hat zwar kein Interesse, aber die Gesamtheit der Leute wird rational handeln. Und wenn es eine Information gibt, die besagt, er ist nicht zuverlässig, werden die da oben alle abspringen. Ja, da hat er keine Arbeitnehmer mehr, er kriegt nichts mehr geliefert und er hat auch keine Abnehmer mehr. Dann wird dieses Unternehmen vom Markt verschwinden und damit sind auf dem Markt nur noch Unternehmen übrig, die solvent sind und damit brav ihre Steuern zahlen können und ihre deliktlichen Forderungen begleichen können. Klar die Logik? Auch wenn der Einzelne da oben nicht richtig verhandeln kann, ist die Masse sozusagen das Kompensat dafür und damit haben auch die da unten Schutz. So die gängige ökonomische Theorie dahinter. Das überzeugt Sie jetzt völlig. Ja, Sie warten schon darauf, wann Schluss ist, aber es ist noch nicht Schluss. Ja, welche praktischen Folgen hat das? Es hat zunächst mal die Folge, dass es teuer ist, einen Kredit zu kriegen, wenn Sie ein Unternehmen mit beschränkter Haftung sind. Die Leute wollen zusätzliche Sicherheiten, die Leute wollen mehr Informationen. Und es hat zur Folge, dass Sie als Unternehmen mit beschränkter Haftung Körperschaftsteuer zahlen müssen. Körperschaftsteuer ist im Prinzip die Sicherheit für den Staat. Der Staat sagt, wir machen einen kleinen Aufschlag auf die Steuer und nehmen von dir mehr Geld als von der OHG. Also wirst du in Anführungszeichen schon mal vorab bestraft, damit wir hinterher das Geld nehmen können und damit die Banken sanieren. Das heißt, für den schlimmsten Fall hat der Staat schon vorgesorgt und hat über die Körperschaftsteuer eine Art Umlage eingerichtet, mit denen er bestimmte Sozialschäden auffangen kann. Ein brillantes Modell, oder? Sie sagen, das ist alles so ein Quatsch, was der hier erzählt, aber gut.
Dann gibt es noch die Leute, die ganz raffiniert hingehen und sagen, ich habe Ihnen eben gesagt, wenn Sie vom Auto angefahren werden, können Sie sich nicht informieren, dann sind Sie besonders schutzbedürftig. Die sagen, das ist ja Unsinn. Sie können sich eine Versicherung, Sie können eine Versicherung abschließen. Sie kennen das, Sie versichern sich dagegen, dass Sie berufsunfähig werden. Das nennt man Berufsunfähigkeitsversicherung. Da zahlen Sie ein und wenn Sie berufsunfähig werden, zahlt Ihnen die Versicherung, die Sie abgeschlossen haben, das Geld aus. Und wenn Sie schlau sind, versichern Sie sich gegen alle Risiken, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und dann kann Ihnen nichts mehr passieren. Selbst wenn der Schädiger kein Geld hat oder eine beschränkte Haftung, Sie kriegen Ihr Geld von Ihrer Versicherung. Klar? Anders ausgedrückt, die beschränkte Haftung ist nicht das Problem des Geschädigten, sondern die ist das Problem der Versicherung. Und Versicherungen werden wiederum sozial umgelegt und damit sind alle glücklich. Sie wissen aber auch vielleicht, dass es gewisse Probleme mit Versicherungen gibt. Das fängt an mit dem Problem der Versicherbarkeit. Und versicherbar ist nicht alles. Es gibt bestimmte Versicherungen, die es nicht gibt. Die Schmerzensgeldversicherung zum Beispiel gibt es nicht. Die können nicht sagen, immer wenn ich Schmerzen habe, soll die Versicherung mir Geld zahlen. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, soll ich gerne 100.000 kriegen. Diese Versicherung gibt es nicht. Es gibt viele Sachen, die nicht versicherbar sind. Zum Beispiel auch nicht die Mordversicherung. Wenn mich jemand umbringt, soll die Versicherung zahlen. Und zwar die Gründe dafür sind zunächst mal, dass das gewisse Fehlanreize setzt. Das ist dieses Moral Hazard Problem. Man sagt, sie neigen dazu, dass sie möglicherweise sich gefährlicher verhalten, wenn sie wissen, ich bin gut versichert. Sie kennen das, der Krebskranke, der sich dann vom Dach stürzt, damit seine Erben noch mal was Geld kriegen und sowas. Solche Fälle gibt es. Das andere Problem ist, solche Systeme führen zu einer Negativauslese. Damit ist gemeint, wenn Sie eh versichert sind, dann ist es Ihnen auch egal, ob Sie die Aldi-Cola trinken oder Coca-Cola trinken. Das heißt, es setzt sich der billigste und schlechteste durch und nicht mehr der beste und sicherste. Denn es spielt ja eh keine Rolle, wie solvent der andere ist, es zahlt eh Ihre Versicherung. Das nennt sich dieses Market for Lemons, dieses Phänomen. Dann das Problem ist, die Versicherung hat keine Möglichkeit zu differenzieren. Momentan können Sie Ihr Risiko gering halten, indem Sie Markenprodukte kaufen. Weil Sie bei Markenprodukten davon ausgehen, dass der Markenhersteller ein Interesse daran hat, seinen Ruf zu behalten und Qualität zu liefern. Wenn es eh die Versicherung zahlt, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit mehr, Kosten zu sparen, indem Sie auf einen anderen Anbieter ausweichen. Und dann natürlich noch die typischen Refinanzierungsprobleme. Wo kriegt die Versicherung ihr Geld her? Denn Sie müssen ja irgendwie als Versicherung auch sich finanzieren. Und wenn Sie Prämien nehmen in Höhe von 10.000 Euro pro Monat, dann kriegen Sie auch keine Versicherungsnehmer. Deshalb ist die Schadensversicherung der Opfer keine Alternative. Dann gibt es noch so brillante Überlegungen, die sagt, wir können den Vertragsgläubigen es schmackhaft machen, das Unternehmen zu überwachen, indem wir sagen, ihr kriegt nur dann Geld, wenn alle Deliktsgläubiger befriedigt sind. Das heißt, derjenige, der was verkauft hat, bekommt den Kaufpreis nur dann, wenn vorher alle Leute, die mit der Sache verletzt worden sind, Schadensersatz gekriegt haben. Klar die Überlegung? Warum ist das ökonomisch sinnvoll, wenn man das so rum macht? Ganz einfach, der Vertragsgläubiger kann verhandeln und kann sagen, lass mir eure Bilanzen gucken. Das wird er dann machen, wenn er weiß, er kriegt sonst gar nichts. Solange er weiß, er kriegt zumindest eine Quote, sinkt sein Anreiz. Deshalb, Vorrang der Deliktsgläubiger führt dazu, dass die Vertragsgläubiger vorsichtiger sind. Dann gibt es noch den tollen Vorschlag, das ist von den ganz Verrückten, dass man es ja machen könnte, dass die Vertragsgläubiger den Schaden der Deliktsgläubiger ersetzen müssen. Das heißt, wenn sie Waren verkauft haben, dann bekommen sie ihren Kaufpreis, aber sie müssen dafür alle Schäden ersetzen, die ihr Käufer fahrlässig mit ihren Sachen verursacht hat. Jetzt sagen sie sich, hä, warum sollte man das machen? Ganz einfach, weil auch da wieder die Überlegung ist, sie haben dann einen Anreiz zu verhindern, dass der mit ihren Sachen Unfug macht. Sie werden ihn überwachen und sie können ihn überwachen, weil sie mit dem einen Vertrag schließen. Im Vertrag können sie verhandeln, der Geschädigte kann nicht verhandeln. Das Opfer hat keine Verhandlungschance. Der Verkäufer hat die Verhandlungschance und muss dann überlegen,
Was kann er da rausholen, um diese Verantwortung mit zu übernehmen? Ja, brillante Überlegung. Und natürlich das, was immer beliebt ist, wenn wir sagen, derjenige, der tatsächlich handelt, der die Entscheidung fällt, haftet persönlich, dann wird er auch vernünftig handeln, denn sonst ist sein Privatvermögen weg. Nur wenn der Manager persönlich haftet, haben wir wieder das, was wir am Anfang haben. Wir haben die unbeschränkte Haftung, die wiederum Fehlanreize setzt, nämlich dass keiner mehr Geschäftsführer werden will. Soweit klar? Nach diesen brillanten, verrückten Ideen, die irgendwelche Ökonomen sich am Reißbrett ausgedacht haben. Das kann man alles nachrechnen, falls Sie es wollen. Das kann man mathematisch auch mit Formeln belegen. Aber es nützt Ihnen nichts, weil das alles Modelle sind, die einfach rein theoretisch sind. So, kommen wir zu den realistischen Punkten. Was tun wir? Wir schreiben Vertragsbedingungen vor, indem wir nämlich zum Beispiel sagen, ich kann nicht auf die Haftung verzichten von vornherein. Wir haben also eine Zwangsgestaltung von Gesellschaftsformen. Wir sorgen dafür, dass im Insolvenzfall eine bestimmte Rangfolge besteht und die Gesellschafter ihr Geld als Letzte kriegen oder der Staat. Wir haben für besonders riskante Bereiche Pflichtversicherungen eingeführt, beziehungsweise eine staatliche Haftungsübernahme beim Atomfall. Sie wissen, wenn das Atomkraftwerk umdrückt, die 2,5 Milliarden zahlt der Steuerzahler. Also wenn das Atomkraftwerk hochgeht wegen Erdbeben, zahlen Sie da die Schäden. Und beim Auto wissen Sie auch, Sie müssen eine Haftpflichtversicherung haben, weil Sie können jemanden anfahren und es sollen auch arme Menschen Auto fahren dürfen, deshalb Pflichthaftpflichtversicherung. Wir haben weiterhin die Pflicht zur Offenlegung mit der Idee, wenn ich den Leuten aufdränge und sage, hier, das ist eine UG-Haftungsbeschränkung, die hat nur 1 Euro, wenn du mit deren Vertrag abschließt, machst du es auf eigene Gefahr. Dadurch wird verhindert, dass sozusagen die Billigen gewinnen. Und last but not least, das Problem der Formalisierung. Ja, Formalisierung, ich habe einfach bestimmte Checklisten, wenn ich die alle abgehakt habe, bin ich in beschränkter Haftung. Wenn ich irgendwo ein Häkchen nicht mache, bin ich dran. Um Ihnen das zu illustrieren, hier mal ein Fall aus den USA. Sie sehen, das ist ja global, diese Vorlesung, das kommt auch amerikanisches Recht. Und zwar, es gibt den P, und der P hat ein Unternehmen, das heißt Industrial Realty Company. Und dieses Unternehmen hat keinen Cent Vermögen, weil es USA ist, muss ich kein Stammkapital einzahlen. P hat außerdem nie eine einzige Gesellschaftsversammlung durchgeführt. Er hat auch nie einen Geschäftsführer gewählt, hat das aber einfach mal immer so gemacht. Die Gewinne hat er in ein anderes Unternehmen eingezahlt, also 2 Unternehmen. Das eine macht die Gewinne, das andere kassiert die Gewinne. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann fällt das Ganze vor die Wand, gibt kein Geld mehr. Und jetzt kommt ein Gläubiger und der Gläubiger sagt, ich habe keine Lust, mich auf ein Insolvenzverfahren um eine Nullsumme zu streiten. Ich verklage lieber P, den Schattenmann könnte man sagen, der als alleiniger Geschäftsführer gehandelt hat, alleiniger Gesellschafter war, nie was eingezahlt hat und ständig blöde Verträge abgeschlossen hat. Und, was sagen Sie, sollte der persönlich haften? Hat immerhin eine Gesellschaft gegründet. Die steht im Register in den USA. Ein echter Fall. Ein großer Klassiker von 1991, noch nicht mal alt. Wie würden Sie entscheiden? Haftungsprivilegierung, ja, nein. Allem, was wir bisher gemacht haben, hat er sich's verdient. Ja? Ich würde sagen, dass P in dem Fall persönlich haften sollte oder müsste, weil er im Grunde genommen all das, was nötig wäre, um eine Haftungsbeschränkung zu begründen, gerade nicht gemacht hat. Also er hat ja kein Vermögen das, oder in die Gesellschaft eingezahlt oder ja, alles, was da halt so steht. Ja, muss er das? Muss er mal Vermögen einzahlen? Bei der UG-Haftungsbeschränkung reicht es auch, wenn sie 1 Euro einzahlen. Die können trotzdem damit Häuser kaufen. Auch die UG-Haftungsbeschränkung mit 1 Euro Kapital kann Immobilien erwerben. Das ist ja nicht verboten. Müssen sie Geld einzahlen? Ist das das Entscheidende? Was wirft man dem Menschen denn vor? Was ist denn das Einzige, was man ihm vorwerfen kann? Ja?
Ja, warum sehen Sie das als großes Problem? Der sagt, ich bin doch eh der Einzige, wem soll ich mit auf die Füße treten? Aber wenn die formal gefordert werden, damit er eine haftungsbeschränkte Gesellschaft hat, dann müssen die auch stattfinden. Ja, in der Tat, die Formalier werden gefordert, um die haftungsbeschränkung zu kriegen. Jetzt sage ich Ihnen, ja, was haben die denn davon? Das ist ja Formalier um der Formalier willen, das ist ja schlimmste Juristerei hier. Wir machen Formalier nicht, weil Formalier so toll sind. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Warum sagen wir, in diesem Fall muss er mit seinem Privatvermögen haften? Oder anders ausgedrückt, warum sagen wir, die Formalia sind wichtig? Auch wenn die konkreten Formalia nicht gläubigerschützend sind. Ja? Formalia eine Warnfunktion erfüllen. Sie klären die Gläubiger auf über mögliche Risiken. Der Gläubiger muss die Chance erhalten, zu wissen, was passiert mit meinem Geld, wenn ich jetzt investiere. Oder wie sieht mein Geschäftspartner ein bisschen aus? Ja, in der Tat, das Argument hier ist relativ trivial. Wenn ich behaupte, es gibt jemand anderen als mich, der haftet, nämlich eine juristische Person, dann muss ich diese Person auch ernst nehmen. Das heißt, ich muss nach deren Spielregeln spielen. Wenn ich dagegen sozusagen versuche, das Beste aus allen Sachen zu nehmen und sage, ich habe die mal so eintragen lassen, aber ich halte mich nicht an deren Regeln, dann kann ich mich auch nicht darauf berufen. Das heißt, der Sinn hier soll sein, ich möchte diese Formalia als Institutsgarantie haben und wenn ich das Institut nicht ernst nehme, dann bin ich nicht schutzwürdig. In dem Fall also gilt der schlichte Grundsatz, wenn ich eh alles vermische, dann bin ich sozusagen selber mit dran. Gilt übrigens auch in Deutschland, Sie haben eine Durchgriffshaftung bei Vermögensvermischung. Wenn Sie also kein separates Konto für die GmbH haben, also über Ihr Privatkonto abwickeln, dann haften Sie unbeschränkt. Mit der Begründung, wenn Sie die GmbH nicht ernst nehmen, werden Sie so behandelt, als gäbe es sie nicht. Sie können nicht verlangen, dass andere etwas ernst nehmen, was Sie nicht ernst nehmen. Das deutsche System besteht auf einem gewissen Mindestkapital und sehr formalistischen Regeln zur Einzahlung, Auszahlung und Verwendung des Kapitals. Und ein solches System führt dazu, dass dumme Menschen keine GmbH gründen können, um es ganz trivial zu sagen. Das rechtliche System stellt eine erhebliche Einstiegshürde auf, denn wenn Sie eine GmbH haben, müssen Sie jedes Jahr Jahresabschlüsse einreichen, Sie müssen Geschäftsführer bestellen, Sie müssen Kapital einzahlen, Sie dürfen sich wieder auszahlen, Sie müssen Bücher führen. All das sind Sachen, die der Mann auf der Straße nicht unbedingt kann. Selbst die meisten Juristen können das nicht richtig. Das ist eine Einstiegshürde, die dem Handwerker vielleicht den Einstieg in die beschränkte Haftung verwehrt. Selbst wenn er es kann, muss er jemanden einstellen, der es für ihn macht. Ein Steuerberater, der den Jahresabschluss für ihn aufstellt. Er muss möglicherweise das veröffentlichen im Bundesanzeiger. Das kostet auch wieder Geld. Und das sind hohe laufende Kosten. Und er muss 25.000 Stammkapital oder 12.500 irgendwie mal einzahlen. Das ist auch nicht mal so einfach gemacht. Also, das ist alles Einstiegshürde und Kostenproblem. Selbst wenn das so ist, ist alles, was mit Kapital zu tun hat, ein ökonomisches Desaster, weil, wenn Sie nicht wirklich Cash einzahlen, haben Sie die Frage, wie viel ist es denn wert? Sie bringen ein Auto ein, wer entscheidet denn, wie viel das wert ist? Und in der AG müssen Sie dafür extra nochmal einen Gutachter holen. Das kostet ein Schweinegeld. Wenn das Ganze so ist, haben Sie das nächste Problem. Sie können nicht, wenn das Geschäft gut läuft, Ihre Anteile an die GmbH selber verkaufen, an die AG selber verkaufen, weil das deutsche Recht sagt, eine AG darf nur in ganz beschränktem Umfang eigene Aktien halten. Und last but not least haben Sie hier diese beiden Probleme. Wenn Sie jemand sind, der Risiken liebt und sagt, ich liebe gerne Risiken, können Sie nicht sagen, ich nehme die Aktie, wo ich persönlich hafte, sondern also wenn Sie Danger Man sind, dann haben Sie das Problem, Sie kriegen trotzdem nur die Aktie mit beschränkter Haftung und Sie haben keine andere Option, als eine eigene OHG zu gründen. Also der risikobewusste Investor, der sagt, ich will Risiken eingehen, hat trotzdem keine Wahl. Und natürlich haben wir das Problem, das ganze deutsche Recht basiert darauf, was die Leute sich daran halten und wer kontrolliert das? Ich habe Ihnen eben gesagt, die Gläubiger sollten es tun, aber die machen es nur, wenn sie eine relevante
wenn sie ein relevantes Verlustrisiko haben. Die Gesellschafter tun es nicht, weil sie kein Interesse daran haben. Und die Deliktsgläubiger haben keine Chance. Der Staat kann auch nicht 1 Million GmbH ständig überwachen. Das heißt, insgesamt haben wir einen Umgehungswettlauf nach dem Motto, wie kriege ich mein Geld am geschicktesten wieder raus aus der GmbH und kann diese Formalia vermeiden. Also dieses deutsche System ist suboptimal. Zusammenfassung dieses Kapitels: Haftungsbeschränkung schafft Anreize für böse Risiken zum Nachteil der Gläubiger. Das heißt, die Gesellschafter machen den Gewinn, wenn es gut geht, und wenn es schief geht, tragen die Gläubiger die Kosten. Ja, die Gläubiger kriegen ihr Geld nicht zurück, die Gesellschafter kriegen aber den Gewinn, die Gläubiger kriegen maximal den vereinbarten Erlös. Vertragsgläubiger können sich bei Eingehung ihrer Verbindlichkeit, bei Eingehung ihrer Forderung mit Sicherheiten oder Ähnlichem absichern. Sie können sich informieren, sie können gucken, wie solvent die Gesellschaft ist. Deliktsgläubiger können sich maximal selbst versichern. Das ist aber ein dauerhafter Kostenfaktor und führt außerdem zu Fehlanreizen. Der Staat hat sich bei Steuern und ähnlichen Sachen durch besondere Körperschaftssteuern eine Risikoprämie einverleibt. Das heißt, der Staat kassiert ohnehin schon mal mehr von beschränkt haftenden Gesellschaften. Und last but not least, formal hat die Rechtsordnung viele Pflichten auferlegt. Und die Sanktion für einen Pflichtenverstoß ist eine unbeschränkte Haftung. Ob die Kosten zur Durchsetzung dieses Systems allerdings den Nutzen rechtfertigen, ist sehr fraglich. Und das werden wir uns dann in der nächsten Woche näher ansehen. Vielen Dank.